Toy Trains. Spielzeugeisenbahnen werden sie liebevoll genannt. Die Schmalspurbahnen Indiens. Sie sind ein Erbe der Engländer und begeistern bis heute Einheimische und Gäste aus der ganzen Welt gleichermaßen. Wohl kaum ein Reisender in Indien würde Notiz nehmen von der Stadt Kalka, gäbe es da nicht diesen Bahnhof. Ausgangsort einer außergewöhnlichen Bahnfahrt nach Shimla. Die Züge verkehren im normalen Linienbetrieb, sind aber gleichzeitig eine große Touristenattraktion. Und das nicht nur für Eisenbahnromantiker. Die Namen der Reisenden sind außen angeschlagen. So findet jeder seinen reservierten Platz. Je nach Saison gehen pro Tag 5 bis 7 Züge von Kalka aus auf die nur 96,5 Kilometer lange Reise. Die Fahrt dauert allerdings 5,5 bis 6,5 Stunden, manchmal auch etwas länger, wenn zum Beispiel Sonderzüge für Wohlhabende dazwischen geschoben werden. Dann muss der Linienzug an einem der 18 Bahnhöfe warten. Schließlich ist die Strecke eingleisig und es darf immer nur ein Zug zwischen den Bahnhöfen verkehren. Die Reise beginnt etwa 400 Kilometer nördlich der heutigen Hauptstadt Delhi und sie führt fast ausschließlich durch den Bundesstaat Himachal Pradesh in die Ausläufer des Himalaya nach Shimla. In die Stadt, die über 80 Jahre lang bis 1947 die Sommerresidenz der damaligen britisch-indischen Regierung war. Die Kalka-Shimla-Strecke ist ein Meisterwerk der englischen Ingenieurskunst. Eine technisch-architektonische Glanzleistung, erbaut vor über 120 Jahren. Und sie steht seit 2008 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Die meisten der über 900 Brücken, viele davon Viadukte, sind im Originalzustand. Mehr als 2/3 der Strecke sind Kurven. Nach knapp einer Stunde Fahrzeit überquert der Zug die mit etwa 100 Metern längste Brücke. 103 Tunnel auf nur 96,5 Kilometern. Für eine über 100 Jahre alte Bahn ein weiterer Superlativ. Und schließlich, auf seiner relativ kurzen Strecke überwindet der Zug bis Shimla einen Höhenunterschied von über 1400 Metern. Noch bis 1971 wurden die 6 bis 7 Waggons von Dampflokomotiven gezogen. Seitdem sind es Dieselloks, die mit einer Spitzengeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde die Passagiere befördern. 1891 wurde die Strecke vom damaligen Vizekönig Lord Curzon nach nur 2 Jahren Bauzeit für den Güterverkehr freigegeben. 12 Jahre später fuhr der erste Personenzug nach Shimla. Die Sommerresidenz der Regierung hatte endgültig ihren Anschluss ans Bahnnetz. Was vorher mit tausenden Trägern und Maultieren von Kalkutta, später von Delhi nach Shimla transportiert werden musste, um die Regierungsgeschäfte wahrnehmen zu können, konnte nun auf Schienen verlagert werden. Von der Idee der Engländer, in diesem überaus schwierigen Gelände eine Eisenbahnstrecke zu bauen, profitieren bis heute Reisende aus aller Welt. Auch wenn seit vielen Jahren die Fahrzeit mit dem Auto auf der guten Straße wesentlich kürzer ist, sind die Züge fast immer ausgebucht. In welchem Auto könnte man auch so ausgelassen sein wie in diesem komfortablen Waggon? Und das bei einer Spurbreite von nur 76 Zentimetern. Die meisten Viadukte haben eine Kurve und sind so auch während der Mitfahrt gut zu sehen.
Viele der Bahnhöfe, wie auch dieser in Palampur, entstanden in der Nähe von Brücken oder Tunnelbauten. Die Gebäude dienten damals den Bauarbeitern als Unterkünfte. Nitendra Singh arbeitet seit 17 Jahren mit Begeisterung als Lokführer auf dieser ungewöhnlichen Strecke. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Zug fahren darf, weil ich mein Land sehr liebe. Außerdem mag ich die vielen Besucher aus anderen Ländern, die hierher kommen, um mit dem Zug zu fahren. Und wenn hier so ein Film gedreht wird, dann bin ich auch ganz glücklich, denn dann kommen ja noch mehr Ausländer in mein Land. Unterwegs Fahrkarten für die Reise zu erhalten, ist oft nicht leicht. Denn hier ist verboten, was sonst bei indischen Zügen häufig zu beobachten ist, Menschentrauben, die außen an den Waggons hängen. Kein Wunder, bei den engen Tunnels. Diesmal hat der Halt nur wenige Minuten gedauert. Weiter geht's durch endlose Kurven in Richtung Shimla. Auch jene, die nicht mit der Bahn fahren, nutzen die Streckenführung in dem größtenteils unwegsamen Gelände. Sie werden auf dieser Trasse nie arbeitslos werden. Über 200 Gleisarbeiter sorgen für die Sicherheit der Passagiere. Und noch etwas. Alle 919 Kurven haben ein zusätzliches Sicherheitsgleis im Kurveninnern. Entgleisen ist somit fast ausgeschlossen. Riesige Betriebsamkeit auf einem der schönsten Bahnhöfe der Strecke in Barok. Hier hält jeder der Züge mindestens 10 Minuten. Schließlich wollen die Fahrgäste auch versorgt werden. Denn Essen und Trinken gibt es bloß in den Luxuszügen mit dem schönen Namen Shivalik Deluxe Express, die aber nur für Sonderfahrten eingesetzt werden. Was der Zugführer bei Einfahrt in den Bahnhof herauswirft, ist ein kleines, doch sehr wichtiges Teil des Sicherheitssystems dieser Bahn. Die Engländer haben es speziell für eingleisige Streckenführungen entwickelt. Der Station Master Sitaram Mena zur Funktion. Die Eisenbahnlinie von Kalka nach Shimla gibt es schon seit 1903. Und seitdem haben wir hier das Blockinstrument als Gesprächsanlage und Kommunikationsmittel zwischen den Stationen. Der Stationsvorsteher in Solan, dem nächsten Ziel, gibt mit diesem Token Pfand das Gleis frei von Barok, also von hier nach Solan. Nachdem es freigegeben worden ist, kann ich dieses Pfand wieder aus dem Instrument herausnehmen. Ich gebe es dann weiter an den Stellwerkmitarbeiter, der es dem Zugführer überreicht. Der kann dann mit dem Pfand zum nächsten Bahnhof fahren. Erst wenn das abgegebene Pfand in das sogenannte Blockinstrument gegeben wurde, wird in der zweiten Maschine ein neues Pfand für die Weiterfahrt freigegeben. Gleiches gilt für den entgegengekommenen Zug, der inzwischen Barok erreicht hat und nun weiter in Richtung Kalka fahren wird. Für die Reisenden ist der Stopp auf dem Bahnhof Barok eine willkommene Pause. Derweil übergibt der Assistent des Stationmasters das Pfand an den Lokführer. In wenigen Minuten ist Abfahrt. Auch dieser Schlüssel im Stationsraum ist Teil des Sicherheitssystems. Nur damit können die Weichen und das Signal auf Weiterfahrt gestellt werden. Ein einfaches, aber effektives Konzept. Es funktioniert im Personenverkehr seit fast 110 Jahren.
Die Dieselloks sind jüngeren Datums. Bis zu 39 Jahre alt. Sie kommen alle aus Deutschland. Unter der langen Haube versteckt ein Sechszylindermotor mit 700 PS. Seit 36 Jahren ist Prem Singh auf seiner Station für die Sauberkeit verantwortlich. Und das nicht nur auf dem Bahnsteig. Barock hat vor allem für die wirklichen Eisenbahnfans, die diese Atmosphäre schätzen, noch mehr zu bieten. Auch das gehört zum Aufgabengebiet von Prem Singh, der uns stolz herumführt. Das hier ist unser Gästehaus. Wir haben auch ein Restaurant, in dem das Essen wirklich gut ist. Außerdem gibt es Zimmer hier für die Bahnmitarbeiter. Es ist alles gut organisiert und vor allem sauber. Die Bahnlinie hat trotz der Straße nach Shimla nichts von ihrer Popularität eingebüßt. Wie könnte man auch besser als bei dieser gemütlichen Fahrt die Berglandschaft genießen, die sich hinter jeder Kurve anders präsentiert? Wer von Kalka bis Shimla fährt, sitzt allerdings fast 8 Kilometer im Dunkeln. Die Tunnelbauten, die größtenteils auch kurvig sind, waren für die Ingenieure Ende des 19. Jahrhunderts die schwierigste Herausforderung. Nach gut einer Stunde Fahrt von Barock sind die ersten Häuser des Distriktes Saulen zu erkennen. Viele Kilometer führt die Strecke nun durch bebaute Gebiete. Eisenbahnfahren ist in Indien grundsätzlich preiswert. Normalerweise ist Busfahren mindestens 3- oder 4-mal so teuer. Doch die Kalka-Shimla-Bahn ist da eine Ausnahme. Für diesen Komfort und Genuss muss tiefer in die Tasche gegriffen werden. Die einfache Fahrt in der normalen Klasse wie dieser kostet etwa 300 Rupien plus Platzreservierung. Macht zusammen etwa 8 bis 9 Euro, fast das Doppelte eines Tagesverdienstes eines Arbeiters. Da viele die Trasse als Gehweg nutzen, haben die Tunnels auf jeder Seite Ausweichbuchten. Gleich hinter dem Tunnel Nummer 38 ist der Bahnhof von Solen. Ungefähr die Hälfte der Strecke ist geschafft. Solen liegt etwa 1440 Meter über dem Meeresspiegel. Knapp 800 Höhenmeter hat der Zug bis hierher bewältigt. Und Solen ist einen Stopp wert. Für so manchen Mitreisenden ist die kleine, aber aufstrebende Stadt die zumindest vorläufige Endstation. Sie lockt sowohl Touristen als auch Geschäftsleute an. Solen ist typisch für Indien. Laut und hektisch. Autos, Motorräder, Tuk-Tuks und Fußgänger in Straßen ohne Gehsteige führen zu einem heillosen Durcheinander, das sich aber immer wieder auf wundersame Weise auflöst.
Das Schönste an Indien: an jeder Ecke gibt es Köstlichkeiten, die man ohne große Bedenken essen kann. In den meisten Unterkünften oder kleinen Hotels wird auch nicht anders gekocht oder gebacken als hier an der Straße. Viele Inder kennen Solan eher unter dem Namen Champignon Sauce, frei übersetzt Stadt der Pilze. Der Grund? Solan ist die Hochburg der Pilzzucht des Landes. Die Höhenlage sorgt für ideale Voraussetzungen. Hunderte Pilzfarmen gibt es in der Stadt und in der Umgebung. Eine davon gehört Vikas Benal. Seine Mitarbeiter kochen gerade in riesigen Kesseln Weizen. Das Getreide ist der Nährboden für die Mastersporen, die ihrerseits aus Pilzkulturen gewonnen werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit stehen in Solan etwa 10 Monate im Jahr im idealen Verhältnis für eine erfolgreiche Pilzzucht. 20 bis 30 Minuten muss der Weizen kochen, danach etwa 2 Stunden trocknen. Anschließend werden Calciumcarbonat und Calciumsulfat beigemischt, um den gewünschten pH-Wert für den Nährboden zu erzielen. Die kleinen Säcke kommen in einen Sterilisationsraum. Dampfdruck sorgt dafür, dass in diesen Säcken später dann wirklich nur Pilzsporen wachsen. Über 2 Stunden dauert dieser Vorgang. Der Eigentümer Vikas Benal startete 1990 mit der Pilzzucht. Heute ist er einer der erfolgreichsten Farmer des Landes. Erst im Hygieneraum werden die Säcke wieder geöffnet. Nun werden die Mastersporen hinzugegeben, die im gleichen Nährboden vorher aus den Pilzkulturen gezüchtet wurden. Das Feuer sorgt für absolute Keimfreiheit. Aus einer eigenen Anlage kommt auch der Kompost, dem die Mastersporen nun beigemischt werden. 20 Mitarbeiter produzieren hier in 19 Hallen pro Jahr fast unvorstellbare 225 Tonnen Pilze. An Spitzentagen werden über 1000 Kilogramm geerntet. Hat Vikas Benal auch einen Bezug zur Kalka Shimla Bahn? Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Kalka Shimla Bahn gemacht. In den 70ern, als ich zur Schule ging, fuhr ich immer mit dem Zug von Barok nach Solan. Während meines Studiums in Shimla nahm ich den Zug von Solan nach Shimla. Als ich in den 90er Jahren mit meiner Pilzfarm anfing, brachte ich meine Pilze mit dem Zug von Solan nach Delhi. Pilze sind ein sehr wertvolles Geschäft. Und als ich damals mit dem Transport per Zug anfing, haben eine Menge Leute Geld unter dem Tisch kassiert. Aber das war okay für mich. Ich habe es immer genossen mit der Bahn. Eine Erfolgsstory, eng verbunden mit der Zugstrecke, die Engländer aber vor allem gebaut hatten, um im Hochland ihre Regierungsgeschäfte während des Sommers bei angenehmeren Temperaturen zu tätigen als im Tiefland. 35 bis 40 Grad sind dort keine Seltenheit. Der Luxuszug mit den roten Waggons wird vor allem von Reisegruppen gebucht. So lässt sich die Urlaubsfahrt über die eindrucksvollen Viadukte und durch die atemberaubende Landschaft noch komfortabler genießen. Von Einheimischen ist oft zu hören,
Die Engländer, die Indien bis zur Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1947 fast 100 Jahre lang beherrschten, hätten zwei gute Dinge hinterlassen. Die Demokratie und ein erstklassiges Schienennetz. Ohne dieses wäre das Verkehrschaos auf den Straßen überhaupt nicht zu ertragen. Doch kaum eine andere Bahnstrecke in Indien zieht so viele Menschen in ihren Bann wie diese. 17 Dieselloks sind heute im Einsatz, nachdem im Jahre 1971 der Linienbetrieb mit Dampfloks endgültig eingestellt worden war. Eine soll nach erfolgreicher Restaurierung bald wieder fahren. In diesen mächtigen Hallen am Bahnhof in Kalka werden die Dieselloks gewartet. Dieselbaracke wird sie liebevoll von den Arbeitern genannt. Die Halle, in der die Loks regelmäßig inspiziert oder repariert werden. 50 Spezialisten haben vor allem zwei Ziele. Nie soll wegen uns ein Zug ausfallen oder gar ein Unfall passieren. Bei Dieselmotoren für Eisenbahnen erscheint jedes Teil, als sei es überdimensioniert. Ohne Kran geht hier fast gar nichts. Oft arbeiten die Männer unter Zeitdruck, auch wenn sensible Teile zu löten oder zu schweißen sind. Denn mindestens 12 der 17 Loks müssen täglich einsatzbereit sein. Auch wenn die Loks aus Deutschland stammen, alle Ersatzteile werden in Indien gefertigt. An diesem Prüfstand wird die Belastbarkeit von Federn getestet. Eine Wartungsarbeit, die alle zwei Jahre fällig wird. Haben die Federn den Belastungstest bestanden, werden sie wieder in den Zylinder eingebaut. Schließlich brauchen die Loks viel Power, da sie im Schnitt alle 33 Meter einen Höhenmeter klettern. So haben es die englischen Ingenieure schon vor 130 Jahren ausgerechnet, als sie die Strecke planten. Es ist ein beruhigendes Gefühl, den Männern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Sie strahlen Gewissenhaftigkeit und Seriosität aus. Auch dieser gelernte Schlosser. Ich bin Kuldeep Singh und arbeite seit 5 Jahren in dieser Werkstatt der Kalka-Shimla-Strecke. Ich liebe meine Arbeit und helfe mit, dass wir möglichst keine Störungen oder Unfälle haben. Wenn alles ohne Fehler läuft, dann hat unsere Werkstatt einen guten Ruf. Vor allem für die Leute aus dem Ausland ist die Kalka-Shimla Railway ja eine historische Strecke. Wenn sie gut ankommen und zufrieden wieder nach Hause fahren, ist das für unser ganzes Land positiv. Wenn jemand widerwillig arbeitet, dann passieren Fehler. Das ist nicht gut und ist negativ für unser Land. Der Direktor der Werkstatt, Ditender Singh, hat eine zweite wichtige Funktion. Auf den Gleisen in Kalka steht, ständig einsatzbereit, ein Rettungszug. Im Ernstfall ist der 42-Jährige, der seit 17 Jahren bei Northern Railway arbeitet, der Einsatzleiter. Den Super-GAU, den Absturz eines Zuges mit vielen Toten, hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Kleinere Unfälle dagegen schon. Im letzten Jahr hatten wir 4 Unfälle oder Störungen. Die Gründe dafür waren entweder Triebwerkspannen oder Erdrutsche. Sobald es zu einem Unfall kommt, ertönt eine Sirene. Danach soll der Rettungszug tagsüber nach 30 Minuten und nachts nach 40 Minuten einsatzbereit sein. Die Männer dafür stehen ständig auf Abruf. Hören Sie die Sirene, kommt als erstes die Lokomotive zum Rettungszug.
Durch die Ausstattung kann der Rettungstrupp dann vor Ort sofort mit der Arbeit beginnen. Denn wenn schon ein Unfall passiert, dann sollen die Verluste so gering wie möglich sein. Am Stadtrand von Kalka liegt Pinjore Garden. Islamische Kunst- und Landschaftsarchitektur aus der Blütezeit der Mogulherrscher im 16. und 17. Jahrhundert. Anlagen von bis dahin nie gesehener Pracht entstanden damals. Pinjore Garden mit seinen Wasserspielen ist einer der wenigen noch erhaltenen Parks aus dieser Zeit. Es warten noch weitere Höhepunkte auf die Zugreisenden auf dem Weg nach Shimla. Zwischen Solen und Kanu sind zahlreiche außergewöhnliche Brückenkonstruktionen zu bestaunen. Zwei weitere Zahlen verdeutlichen die große Anerkennung dieser Bahn. 1200 Reisende pro Tag im Schnitt, das sind über 400.000 pro Jahr. Das erhabenste Bauwerk, die Bogenbrücke Nummer 541. Sie erstreckt sich über 4 Etagen, ist über 50 Meter hoch und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wer die schöne Landschaft abseits der Strecke zwischen Solen und Shimla genießen möchte, kann entweder in Kandagat oder Kanu aussteigen. Von hier aus ist die Region Chail leicht zu erreichen. Die frische Bergluft, faszinierende Ausblicke und interessante Ausflugsziele haben Chail in den letzten Jahren zu einer beliebten Urlaubsregion werden lassen. In exponierter Lage auf dem 2300 Meter hohen Berg Kalikatiba wurde 2005 der Kalimata-Tempel eingeweiht. Er ist der gleichnamigen Hindu-Göttin geweiht. Der heute 80-jährige Sadhu Shambhubharti hatte 20 Jahre lang Spenden gesammelt, um diesen Tempel errichten zu können. Sadhus sind Bettelmönche und werden als die heiligen Männer Indiens verehrt. Durch ständige Buße und einen asketischen Lebensstil suchen sie die Erleuchtung. Der Sohn des Erbauers Rajeshwar Bharti bei der allmorgendlichen Arati, der Verehrungszeremonie. Viele Götter werden mit Tempelmusik geweckt, gewaschen, angekleidet und geschmückt, tagsüber gespeist und abends auch ins Schlafgemach gebracht. Der Fortschritt bringt es mit sich. Ursprüngliche abgelegene Dörfer gibt es in dieser Region Indiens nur noch sehr wenige. 5 bis 6 sollen es sein. Eines davon ist Jan und ist nur so erreichbar. Oder zu Fuß, durch die Schlucht und den Fluss. Lakram Mehta, der Dorfvorsteher, ist mit seinen beiden Enkelkindern auf dem Rückweg nach Jan. Sie genießen diese etwa 2-minütige Fahrt. Sie sind sie ja gewohnt. Für Ungeübte ist sie ein echtes Abenteuer. Die Seilzugbahn wurde erst vor 5 Jahren erbaut. 200 Menschen bildeten damals eine Kette, um das Seil durch die Schlucht ins Dorf hochzuziehen.
Vorher brauchten die Bewohner für den Hin- oder Rückweg jeweils 40 bis 50 Minuten. In Yan leben in ruhiger Abgeschiedenheit 75 Menschen in 9 Familien. Das Klima ist angenehm, denn das Dorf liegt etwa 1600 Meter hoch. Die meisten Bewohner leben von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Der Sohn des Dorfvorstehers ist allerdings Lehrer, seine Frau Anwältin. Zur Schule müssen die Kinder auf die andere Seite der Schlucht. Die Häuser aus Lehm und Holz sind bis zu 200 Jahre alt. 8 bis 9 Personen leben darin in 6 bis 8 Räumen. Das Vieh wohnt unten und gibt so im Winter die Wärme nach oben. Die Dächer sind mit Schiefer gedeckt. Auf ihnen wachsen Kürbisse. Die Lebensqualität in Yan bemisst sich nicht an den üblichen Standards. Über den Status der Selbstversorgung sind die Einwohner längst hinaus. Vor allem seitdem sie eine bessere Anbindung zur Straße haben. Überschüssige Erzeugnisse werden auf den umliegenden Märkten verkauft. Die Familien arbeiten eng zusammen. Gewinne werden geteilt. Im Innern der Häuser hat sich in den letzten 200 Jahren nicht viel verändert. Zwar steht in der Küche inzwischen auch ein kleiner Gaskocher. Aber die köstlichen Chapati, die die Frau des Dorfvorstehers und ihre Schwiegertochter hier für das Mittagessen backen, gelingen nur über dem offenen Feuer. Gegessen wird in Yan rein vegetarisch. Die Einwohnerzahl des kleinen Dorfes ist seit langem beständig. Lakram Mehta schaut auch optimistisch in die Zukunft. Seitdem ich in Ruhestand bin, versuche ich ununterbrochen den Fortschritt in unserem Dorf voranzubringen. Das Wichtigste war die Bahn über die Schlucht. Damit kann jetzt auch Wasser für uns und Futter für die Tiere transportiert werden. Immer wieder sage ich den Leuten hier, dass sie an der Gestaltung der Zukunft des Dorfes mitarbeiten sollen. Das gilt natürlich auch für die Bewohner des Nachbardorfes. Um die Zukunft ist mir aber nicht bange, denn mein Sohn zum Beispiel baut gerade für sich und seine Familie hier ein neues Haus, so wie es da steht. Wir sind ja alt und bleiben besser in unserem traditionellen Haus. Doch ich finde, die Kinder sollten in einem neuen, nach ihren Wünschen leben. Morgen ist Markttag in der Stadt Chale. Also gehen auch die Tomaten auf die ungewöhnliche Reise per Seilbahn. Ja, ein ganz besonderes Fleckchen Erde in der Kalka-Shimla-Region. Der Zug ist inzwischen auf der vorletzten Etappe auf dem Weg in die ehemalige Sommerresidenz der englisch-indischen Regierung. In Sichtweite nun die auf einem Bergkamm gelegene Stadt Shimla. Doch noch einmal ein kurzer Stopp. Unterhalb der Stadt liegt eine gut besuchte Tempelanlage. Der vordere Teil ist dem Gott Ganesha gewidmet, dem Sohn von Shiva und Parvati. Viele Hindus kommen jeden Tag hierher, um zu beten und zu opfern. Dieser Stier, Nandi, ist das göttliche Reittier von Shiva, einem der 3 Hauptgötter im Hinduismus. Er verkörpert gleichzeitig Zerstörung und Erneuerung. Der Priester und die Mönche im hinteren Teil der Tempelanlage verehren neben Shiva und Rama vor allem den Affengott Hanuman. Als Sohn eines Windgottes verfügt Hanuman sogar über die Fähigkeit des Fliegens.
Von hier ist es nicht mehr weit bis zur Endstation, einer der bekanntesten Eisenbahnstrecken Indiens. Auch wenn Shimla heute sogar bequem per Flugzeug erreicht werden kann. Über 1400 Höhenmeter auf einer Distanz von nur 96,5 Kilometern sind geschafft. Das ist sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde wert. Indiens größte und beliebteste Hill Station erhebt sich auf einem 12 Kilometer langen Bergkamm und nimmt dessen Gipfel und Hänge ein. Den unteren Stadtbereich umgibt eine Straße. Im oberen ist Autofahren verboten. Viele Sehenswürdigkeiten sind eng verbunden mit der Stadtgeschichte, die von den Engländern geprägt wurde. Sie hatten die Stadt im Jahre 1830 in Besitz genommen. The Mall, heute eine elegante Einkaufspromenade, war früher ein Tummelplatz der High Society. Hier ließ man sich von seinem uniformierten Rikscha-Fahrer herumkutschieren. Heute sind es vor allem einheimische und ausländische Touristen, die in angenehmer Sommerfrische hier flanieren. Die Popularität des Ortes begann Mitte des 19. Jahrhunderts, weil Engländer, die unter zu viel Orient litten, hier Linderung ihres Leidens erfuhren. Anders als Kalkutta konnten sie Shimla nach ihren Vorstellungen aufbauen. Der imposanteste Bau aus dieser Zeit ist die Viceregal Lodge, also die Sommerresidenz des Vizekönigs, 1855 eingeweiht. Bis 1947 Regierungssitz, beherbergt sie heute ein Museum. 1971 machte dieses Haus noch einmal Schlagzeilen in der Weltpresse. In diesen Räumen unterzeichneten damals der pakistanische Präsident Bhutto und die indische Premierministerin Indira Gandhi das Shimla-Abkommen. Darin wurde die Waffenstillstandslinie in Kaschmir zwischen den beiden Ländern als Line of Control festgeschrieben. Da der Zugang zur oberen Promenade den Engländern und der indischen Aristokratie vorbehalten war, entwickelten sich an den Steilhängen klebend zahlreiche Ladenzeilen. Sie tragen den passenden Namen Lower Bazaar. Diese Subkultur hat ihren eigenen unverwechselbaren Charme bis heute erhalten können. In unzähligen Gassen lässt sich nicht nur bestens einkaufen. Hier kann man sich auch kulinarisch verwöhnen lassen. Der sorgfältig angelegte Ferienort britischen Charakters mit eleganten Landhäusern und stattlichen Anwesen im georgianischen Stil hat sich wenig verändert. Nur das eine oder andere Herrschaftshaus ist heute ein Hotel. Wie zum Beispiel das Woodville Palace. Logieren unter einem ehemals königlichen Dach. Gut bewacht. Die Jubal Royal Family, die hier lange allein residierte, hat einen Stammbaum, der über 1000 Jahre zurückzuverfolgen ist. Wer hier wohnt, spürt diese Vergangenheit. Raja Rana Sir Bhagat of Jubal ließ dieses Herrschaftshaus errichten. Sein Enkel, 1949 geboren, studierter Historiker, baute es 1977 in ein Hotel um. Mit ein bisschen Glück kann man als Gast mit Rajkumar oder Singh eine Tasse Tee genießen. Der Adlige lebt nach wie vor in diesem Haus. Hat seine Familie von der Bahnlinie profitiert? Die Bahn kam im Jahr 1903. Damals stand hier ein sehr altes Haus, erbaut um 1850. Mein Urgroßvater hat es 1926 gekauft und 1938 abgerissen, um das neue hier zu bauen.
Die Bahn kam ihm damals sehr gelegen, denn all das Holz für den Bau stammte aus unserem alten Königreich Jubal. Es gab keine Straßen von Jubal hierher, bis heute nicht. Man musste verschiedene Wege nehmen und kam schließlich bis Kalka. Von dort wurden das Holz und alle anderen Baumaterialien dann per Bahn hierher gebracht. Genauso wie die Möbel, die alle aus England stammen, aus Army- und Navy-Beständen und verschiedenen Geschäften. Alles kam mit der Bahn. Shimla, 1817 von einem britischen Inspekteur als mittelgroßes Dorf beschrieben, mit einem Fakir, der den Reisenden Wasser anbietet, ist heute eines der schönsten Ausflugsziele Nordindiens. Dazu beigetragen hat sicherlich die außergewöhnliche Anreise mit der Kalka-Shimla Railway, die nicht nur Eisenbahnenthusiasten begeistert. Eine Fahrt durch eine grandiose Landschaft, über schwindelerregende Brücken und Abgründe, vorbei an dichten Wäldern und durch mit der Hand aus dem Fels gehauene Tunnel. Etwa 6-stündige Fahrt mit dem sogenannten Toy Train ist eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Staates, der wahrlich eine bewegte Geschichte hinter sich hat und heute das größte demokratische Land der Erde ist.